Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit nicht ganz so lustigem Hintergrund. Und zwar wurde ich von einem Designer verarscht. Und ich möchte euch einfach mal dieses Video machen, um vielleicht Leute zu warnen, dass ihnen nicht dasselbe passiert. Ich werde auf jeden Fall einen Tags, viele Tags verwenden, die auch er verwendet, damit ich hoffentlich neben seinen Videos angezeigt werde. Der Designer Ghost Graphics Banner Designer. Hier ist nochmal der Skype-Verlauf, damit das Ganze auch bewiesen wird und ihr nicht glaubt, dass ich hier lüge. Also, am Anfang, ich würde gerne einen Minecraft-Banner bestellen. Ist ja noch alles okay. Dann schreibe ich eben, dass ich einen Banner bräuchte, dass er eher so auf die bosshafte Art ist. Da wollte ich jetzt nicht damit sagen, dass das super gut sein muss, sondern halt, ihr wisst schon, so, keine Ahnung, sodass der, ein Banner kann cool ausschauen, chillig oder halt bosshaft. Und habe ihm auch gleich den Skin mitgeschickt. Dann hat er geschrieben, dass das alles geht. Dann habe ich ihm die PaySafeCard geschickt. Das war aber nicht die richtige, aber ich habe das sofort erkannt schon. Und ihm dann gleich die richtige geschickt. Also das war kein Problem, wegen dem er jetzt die Banner nicht machen sollte. Ich habe ihm dann die richtige geschickt. Die geht und ja, geht, schreibt er hier. Dann habe ich ihn gefragt, wann der Banner fertig sein wird. Dann haben wir hier geredet, was ich tun muss und so. Dann sind wir drauf gekommen. Dass ich ihn in 4 Tagen bekomme. Und ich habe auch noch Thumbnails dabei bestellt. Dafür habe ich ein bisschen mehr gezahlt, weil ich halt keine ganze 5 Euro PaySafeCard hatte, sondern eine 2 irgendwas, also fast 3 Euro. Und dafür habe ich mir dann 2 bestellt. Dann hatte er ein Plus und dafür halt keine ganze PaySafeCard. Dann hat er halt geschrieben, dass er Stress hat und so weiter. Und ich fand es jetzt nicht so schlimm. Und dann hat er mir diesen Banner geschickt, wo nicht mein Skin drauf war. Also ich schätze mal, er hat irgendein Template genommen und einfach den Namen geändert, weil er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, meinen Skin da einzufügen. Und ich habe ihn dem ja sogar geschickt. Dann hat er geschrieben, dass der nicht kompatibel war, aber anstatt, dass man dann als Designer, also es war eine Arbeit, weil ich habe ihn dann kompatibel gemacht. Hier ist nochmal die neue Version vom Skin. Wie man sieht, ist sie anders wie diese hier. Das ist nämlich ein 1.7. Ah, fuck. Ja, das dauert mir jetzt zu lang. Das ist eine 1.7er Skin-Version gewesen. Deswegen war sie nicht kompatibel. Das hier war dann die 1. Ich glaube, ab 1.18 alle gleich. Also auf jeden Fall die neueste Version, die kompatibel ist. Die habe ich ihm dann geschickt. Normalerweise als Designer würde ich das ja sowieso selber machen, weil das ist eine Arbeit von vielleicht einer Minute. In dem Fall habe ich jetzt da noch was dazu gepixelt, aber normalerweise hätte er jetzt einfach nur den Skin kompatibel gemacht, dann wäre es eine Arbeit von einer Minute. Hat er aber nicht gemacht. Dann habe ich es ihm sogar gemacht und ihm dem nochmal geschickt. Ich meine, ich hätte als Designer wahrscheinlich mindestens geschrieben, ja, könntest du es machen, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wie das geht oder so. Oder zumindest, dass es ein Problem gibt und nicht einfach den Banner gemacht, ohne zu sagen, dass es ein Problem gibt und dann irgendeinen falschen Skin hingeklatscht. Also wenn er den nicht irgendwo rauskopiert hat, dann hat er zumindest, ja, einfach den Banner gemacht, ohne mich zu fragen, ob der Skin jetzt kompatibel ist oder nicht. Nicht meinen Skin verwendet. Also ich sah das nicht als meinen Banner von den Thumbnails, die er mir bis dahin noch gar nicht gemacht. Dann habe ich geschrieben, ob er nicht meinen einfügen könnte, weil er ja nicht meinen eingefügt hatte. Dann hat er geschrieben, ja, er schaut mal, ob er es morgen schafft. Dann habe ich geschrieben, ja, er kann sich ruhig Zeit lassen. Hauptsache, es ist dann auch mein Skin drinnen. Und da habe ich noch gefragt, ob er ein paar Effekte einbauen könnte. Und er hat geschrieben, ja, mache ich. Ja. Dann ist es eben extrem lange gewesen. Dann habe ich die ganze Zeit, hallo, schaffst du es bis Dienstag? Dann hat er mal ja geschrieben. Da dachte ich mal dann, ja, er meint wohl bis Dienstag und habe danke geschrieben. Dienstag, sind Sie fertig? Nicht geantwortet. Dann habe ich nach einiger Zeit nochmal gefragt. Dann Mittwoch, hallo, Donnerstag. Jetzt langsam habe ich dann auch in Caps geschrieben und so, weil, naja, er hat sich halt nicht mehr gemeldet. Und man hat immer wieder gesehen, dass er online ist. Also nicht mobil, es steht ja auf Mobilgerät oder sowas, wenn man mobil online ist. Aber er war wirklich komplett online. Da hat er dann, da war er wirklich am Handy on, aber davor war er halt extrem oft normal on. Dann habe ich geschrieben, ja, könnt ihr über E-Mail machen. Dann hat er geschrieben, er hat kein Internet.
Dann habe ich geschrieben, er hat doch sicher ein Verbindungskabel vom Handy. Dann hat er geschrieben, nein, bei seinem Kompatibel geht das, bei seinem Telefon geht das nicht. Dann habe ich ihm diese Datei geschickt, mit der, die muss man nur am Handy installieren, dann geht es trotzdem, auch beim iPhone 7 iOS. Dann habe ich geschrieben, ja, wenn er es jetzt nicht hinkriegt, dann soll er halt zu einem Freund gehen oder bei seinen Eltern, weil das Internet in Deutschland als Grundrecht zählt. Dann hat er geschrieben, dass das nicht so ist. Also nein, zuerst hat er geschrieben, dass sein Router kaputt ist und er deswegen kein Internet hat. Das kann ja sein. Aber er hat halt auch geschrieben, dass sein Dad bei der Polizei arbeitet und das Internet deswegen kein Grundrecht ist. Dann habe ich ihm hier die Website geschickt, die das Gegenteil beweist. Außerdem, nur wenn man bei der Polizei arbeitet, heißt es nicht unbedingt, dass man jetzt das Gesetz so gut kennen muss. Weil wenn du jetzt Verkehrspolizist bist, der nur die Ampeln weist, dann wirst du wohl wahrscheinlich nicht allzu gebildet sein im Recht, was jetzt das Internet betrifft. Dann habe ich hier ja extrem lange mit ihm geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben, wie man hier halt sieht, dass es asozial ist und so. Er hat über einen Monat mittlerweile gebraucht, hat mich ziemlich aufgeregt. Am Ende bin ich dann auch ausfälliger geworden, wie man hier sieht, aber ich meine, ich denke, hier kann mich jeder verstehen. Er war ständig online, ich habe ihm geschrieben und er hat mich komplett ignoriert, obwohl ich ihm das Geld gezahlt hatte und eigentlich die Thumbnails und die Designs schon längst gebraucht hätte, weil man muss ja auch sagen, ich habe versucht, mich auf YouTube qualitativ zu verbessern und ich finde, ich habe das auch ein Stück weit geschafft, aber die Thumbnails wären halt nochmal ein wesentlicher Punkt, weil das Einzige, was Leute auf YouTube sehen, sind die Thumbnails und der Titel. Dadurch musst du ansprechen und wenn du keine guten Thumbnails hast, kannst du dich qualitativ steigern, wie du willst. Die Leute werden trotzdem nicht auf deine Videos klicken. Deswegen hat mich das ziemlich angezipft, weil ich eigentlich ja einige Projekte geplant hatte, die ich dann nicht umsetzen konnte. Dann hat er mich auf Skype entfreundschaftet, also ja, nicht blockiert, aber entfreundschaftet. Dann habe ich ihm erstmal geschrieben, ist das dein Scheiß ernst, weil hallo. Dann habe ich das immer wieder versucht und ja, dabei sind wir jetzt. Ich habe versucht mittlerweile auf seinem Kanal auch andere Leute zu warnen. Einfach unter seinen neuesten Videos. Falls ihr das Leute seht oder kennt, die sich bei ihm was bestellen wollen, ratet davon ab. Das ist nicht gut, was er da macht. Ich hoffe, er hat mich nicht blockiert. Ich weiß nicht, wie man das sieht in den Kommentaren, weil sonst könnte ich den Leuten nicht mehr helfen. Ja. Also, falls ihr euch bei dem was bestellen wolltet, kann ich nur davon abraten. Ich hoffe, dieses informative Video konnte euch irgendwie helfen. Und ja, ich hoffe, dass ihr nicht auch auf den schon reingefallen seid. Bis zum nächsten Mal und ciao.